Ja, dann kennt das natürlich schon. Lässt sich dabei unter Unbehagen ob der Tatsache, dass Ragnar nicht mehr hier ist, von der Verleih aushelfen und hilft ihm dann auch hinterher beim Anlegen. So wie du mir, so ich dir, was? So, na, und seid Dann schalte vorsichtig ich dich dann. damit. Wascha, pass auf dich auf und. Es tut mir leid, dass sich die Dinge so entwickeln, wie sie sich entwickeln, aber. Runtergeschüttelt den Kopf. Ich. Vielleicht bin ich einfach nicht der Richtige zum Anführen, vielleicht doch, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das Ganze gelingt und wenn irgendwie die Dinge schieflaufen, lauf zu den Maraskanern zurück und überlebe wenigstens. Passt auch auf dich auf, ja? Nimm dich nochmal in den Arm und küsst dich Ja, nochmal. du siehst, wie Rodrigo kurz das Gesicht verzieht, als du ihn in den Arm nimmst und die Rüstung sozusagen nochmal gerade in das frisch blutende Fleisch drückst. Natürlich nicht an den Stellen, wo sie dich Nee, aber verletzt. wenn die Rüstung auch wahrscheinlich sich nur, wenn er sich nur minimal bewegt, ist es am Anfang erstmal ungewohnt und er nimmt dich auch dann zurück in den Arm und drückt dich einmal fester an sich trotz dessen. Pass auf dich auf, Süße. Pass auf dich auf, ich. Scheiße, ich bin so voller Zweifel. Ich will nur, dass dir nichts passiert. Das wird bestimmt und sonst sehen wir uns irgendwo im Burgundsreich wieder. Das war nicht das, was ich dir zumuten möchte hier, nachdem ich dir gesagt habe, ich bin nicht von der Insel runter. Ganz bestimmt nicht. Dann hast du wenigstens alles versucht. Und Klopf wende dir noch dich. einmal auf das Bein. Gut, dass das Bein geheilt ist. Pass auf dich auf. Und ihr anderen auch. Guckt nochmal so ein bisschen zur Runde, allerdings nochmal so ein etwas böser Blick aufgrund der Ereignisse, die gestern noch waren. Man hat ja nicht irgendwie damit abgeschlossen und ja, wuselt dann aber auch ein bisschen weg von euch. Kurz bevor wir da sind, wende ich mich dann nochmal an die Gruppe. So, Männer, gleich ist es soweit. Wir tun das heute für die Götter und für das Reich. Ihr seid alle freiwillig hier. Und wenn jemand Zweifel hat, kann er jetzt noch umdrehen und sich, und kann er sich jetzt noch umdrehen und gehen. Sobald wir da drin sind, erwarte ich, dass sich jeder an den Plan hält. Und wenn die Zeit gekommen ist, mit Stolz und im Kampf in Borons Hallen geht, wenn es sein muss. Das heißt, wenn es zum Kampf kommt, wird nicht geflohen, sondern bis zum letzten Mann gekämpft. Das Wir sind Morgengebet. nicht dort, um unser Leben planlos und sinnlos wegzuwerfen. Natürlich werden wir, als wir entdeckt werden, möglichst mit dem Metall den Rückzug antreten. Aber ich möchte keine Feiglinge sehen, die die Waffen wegwerfen und in den Wald springen. Outtime gesagt, was für Waffen haben wir denn jetzt eigentlich? Ich denke, wir haben jetzt alle Nachtwinde und Kurzbögen, oder? Richtig. Das ist die Waffe der Rodrigo schaut Kamot-Legion. dieses Ding an und schlägt damit zwei, dreimal in der Luft zu und Jalan erkennt sofort, dass das Ding gerade wie eine Hiebwaffe geführt hat, was überhaupt nicht funktioniert. Ziemlich scheiße, das Ding. Zuckt mit den Achseln und ja, packt die Waffe wieder zurück in die Scheide. Also es gibt auch andere Säbel als Waffenlieferungen, die dann oben auf diesem Karren lagen. Aber die offizielle Bekleidung der Kamot-Legion besteht aus Nachtwind und Kurzbogen. Ja, dann ich kann damit nicht kämpfen. Also wenn es zum Kampf kommt, bin ich waffenlos besser als damit. Ist besorgniserregend, aber gut zu wissen. Sorgt Ja, auch euch einfach nochmal. immer um den Mann neben euch und dann kommen wir da alle heil wieder raus. Auch nochmal OT, die bei der Karawane haben alle Rüstungen angehabt, oder? Also haben wir jetzt auch alle Rüstungen an. Die bei der Karawane, das waren alles Kamot-Gardisten und die hatten alle Rüstung an. Wenn du jetzt halt irgendwie was anderes haben willst und dich als Sklave verkleiden willst, geht das auch, aber kannst du eben auch in deiner normalen bunten Magierrobe herumlaufen. Ne, das sowieso nicht. Aber wenn die alle gerüstet waren, dann hilft ja nichts. Dann habe ich jetzt auch eine Rüstung an. Euer Gnaden, möchtet ihr ein Gebet an die Götter richten in unserem Namen, dass sie uns heute gnädig sind? Nun, ich bete den einen an den Unergründlichen und in letzter Zeit habe ich seine Nähe nicht gespürt. Aber ich würde trotzdem gerne ein paar Worte sagen. Und zwar, dass jeder, der es hier heute auf das Schiff von Ratarelsani zurückschafft, von mir ein besonderes Lob bekommt. Ihr bekommt natürlich etwas von meinem Algenschnaps ab, den ich dann neu brauen werde, aber das nur am Rande. Männer, mein Herr Jalan von Schnattermoor, wir können.
Und wir werden. Alle Mann vorwärts. Alle Mann vorwärts. Hat sich jetzt jeder Outtime gesagt, die zwei Linien sind nicht abgestrichen für die Rüstung? Weil bei Brindin haben sich nochmal 20 LE. Achso, so. Genau, einmal die Token abgleichen, damit ich auch weiß, wie viel ich euch zumuten kann oder eben auch nicht. Ja, die Söldnerhunter habe ich einfach so, da werde ich jetzt nicht irgendwie die 42 auf 40 runtersetzen und so weiter. Also die haben natürlich dann alle irgendwie Schrödingers Rüstung an, sage ich jetzt einfach mal. Alle mein irgendwie Stab als Kamot. Ich wieder als Seil um den Körper, wie eigentlich die ganze Zeit. Gut. Und dann geht ihr los. Bascha wird euch vielleicht noch einmal begleiten. Ja, natürlich. Weil sie ja dann von oben an die Mine herantreten möchte. Ihr bekommt dann von den Samurajins gesagt, dass es noch eine weite Reise ist. Das Lager ist nicht in unmittelbarer Nähe der Mine aufgebaut, sondern eine halbe Tagesreise, je nachdem wie man läuft. Als Maraskaner geht das natürlich schneller und als Mittelreicher dauert das alles ein bisschen länger. Aber so gegen 15 Uhr, so kurz nach Sonnenhöchststand, könnt ihr die Ausläufer der Mine erreichen. Ephadaios bzw. Yarlak in Tarnnamen oder Yarlakin hat sich ja noch einmal sein Blut gefärbt und du kannst sehen, wie das zwar grob hilft, aber während der Anstrengung der Reise auch ein bisschen was wieder nach unten getropft ist. Jetzt glänzt der Bart ein bisschen blutrot, schimmert, strahlt ein bisschen und macht dich sehr auffällig, aber das muss einfach funktionieren. Dann trennen sich die Samurajins von euch und schlagen sich in das Gebüsch. Den Plan haben sie verstanden und werden sie umsetzen. Wascha schlägt sich ebenso in das Gebüsch und beginnt mit ihrer Kletterei in die Berge, indem sie einfach die Mine umgeht. Und auch Kasim wird sich verabschieden, denn auch er wird hier nicht auf dem Weg bleiben. Ja, ihr habt die 6 Einheiten der Samurajins zur Verfügung. Die könnt ihr jetzt sortieren. Kasim ist auf der falschen Seite, ne? Mir ist egal. Also... Ich dachte, ihr wolltet dann diesen hier angreifen. So hatte ich das verstanden. Genau, das muss uns der Führer entscheiden. Wo steht er? Im Plan ist immer der hier. Gut. Und an den Plan halten wir uns, haben wir gesagt. Jo, alles klar. Ich hatte das nur letztes Mal mitbekommen, dass er von hier da den schießen wollte. Nee, okay. Gut. Das entscheidet dann Daru. Und dann darf auch Daru die Samurajins anordnen, ob die jetzt nur von dieser Seite kommen oder von dieser und dieser. Und wie das dann mit Kasim aussieht, ob der dann dabei ist oder ob der daneben steht. Karren habe ich euch hier schon mal hingeschoben, zusammen mit dem Muli, wo dann die ganzen Ausrüstungsgegenstände da sind. Dann schaut mal jetzt hier Alrik an. Alrik, welchen Rang hast du? Alrik? Gefreiter. Herr Obergefreiter. Das kann nicht sein. Das die Zeichen an der Schulter sind nicht Gefreiter, mein Junge. Hm, zeig mal her. Was bin ich denn dann? Frosty, was ist denn, wenn jemand da hinschaut? Ihr konntet euch quasi irgendwas aussuchen, allerdings sind Gefreite dann nicht mitgekommen. Aurelio hatte sich den kleinsten Rang gegriffen und ist damit ein Obergefreiter. Die anderen sind damit Haupt- oder Stabsgefreite, beziehungsweise Unteroffizier könntet ihr auch noch sein und Jalan ist dann der Feldwaibel. Aurelio, schaut nochmal kurz, sitzen meine Abzeichen richtig? Alles passt, was soll das Jalan? Ich meine natürlich, wir müssen uns irgendwie mit Bruder anreden hier, ne? Das müssen wir. Und die anderen auch. Gut, dann hat Alrik 3 Streifen auf seiner Klappe. Das ist damit Hauptgefreiter. Welches Zeichen gebt ihr Wascha, wenn sie da oben sitzt und wenn ihr sie hoffentlich irgendwo in den Bergen erkennen könnt? Ihr habt irgendwie gesagt, sie soll auf der linken Seite sitzen, beziehungsweise jetzt auf dieser Karte auf der westlichen Seite des Gebirgskamms muss sie irgendwo sitzen. Wenn ihr sie dort entdeckt, welches Zeichen gebt ihr ihr? Wenn wir sie entdecken. Genau, also wenn ihr irgendwas von ihr braucht oder wenn ihr das Endurium an sie abgeben wollt, irgendein Zeichen müsste es da ja geben. Ich würde sagen, wenn sich 2 Männer hinter die Sklavenbaracken stellen und da pinkeln gehen. Im Vergleich zu dem einen, der Casino-Zeichen gibt. Und dann soll sie was tun? Näher rankommen. Und dann eigenständig handeln oder Befehle entgegennehmen. Oder
Ideen anbringen. Okay, und Kasim, der sitzt ja dann da hier im Gebüsch und was kriegt der für ein Zeichen? Der kriegt den einen Mann, der hinter der Sklavenbaracke pinkelt. Ein Mann, der hinter der... Okay, gut. Glaubst du nicht, das passiert total oft da? Stimmt. Andere Vorschläge? Das gleiche, aber wir kratzen uns einmal rechts, einmal links, einmal rechts am Arsch dabei. Das ist gut. Haben wir ob ich verstanden? Das sehen kann von da, wo ich bin, ne? Also. Schauen wir mal nach. Sind 22 Meter Luftlinie, aber du sitzt natürlich ein bisschen oberhalb. Das wirst du schon erkennen können. Und 20... Kasim, der ist auch ewig weit weg, oder? Gucken wir mal. Das sind 50 Meter plus eine Palisade, eine eingefallene. Ja, das wird schon klappen. Das hat alles Hand und Fuß, was Jalan hier tut. Hör bitte auf, das so spöttisch zu sagen, denn ich weiß ganz genau, dass er nicht Hand und Fuß. Ah! Endlich, die Mine. Von einem Hügelkamm aus könnt ihr auf der anderen Seite eines tief eingeschnittenen Gebirgsbaches einen Palisadenwall mit zwei Türmen erkennen. Vom Hügelkamm aus führt ein flacher Hang, der nur mit dürrem Gras und vereinzelten Dornbüschen bewachsen ist, über etwa 80 Schritt zu einer steinernen Brücke. Diese spannt etwa ein Dutzend Schritt über eine gut 20 Schritt klaffende Klamm. Am Ende der Brücke ist ein Tor mit einem Schilderhäuschen zu erkennen, in dessen Schatten ihr einige Gardisten erkennen könnt. Kamot-Gardisten. Hinter dem Palisadenwall sind vier Gebäude in einem, Talkessel auszumachen, an dessen Ende ein groß geschlossenes, doppelflügeliges Tor in den Berg hineinführt. Ja, ihr könnt erkennen, dass der Dschungel hier sehr ruhig ist, verhältnismäßig ruhig. Normalerweise ist der Dschungel, ja, dschungelartig dann laut, beziehungsweise maraskanisch ist er dann tagsüber ein bisschen leiser, aber hier ist quasi wenig zu hören, auch wenig Knacken. Ihr müsst euch hier wirklich anstrengen, leise zu sein. Die Samurajins können das natürlich. Und Kasim wird einige Schwierigkeiten haben, sich hier nach vorne zu pirschen, aber auch mit ihm wird es dann gelingen, er hat ja alle Zeit der Welt. Diese Murajins nehmen Aufstellung, ihr lasst ihnen ein bisschen Zeit und dann könnt ihr mit eurem Wagen den Pfad hinunterrumpeln. Rumpel, rumpel, rumpel. Gut, dann nehmt doch mal Aufstellung. Wenn ihr den Pfad hinunterrumpelt, könnt ihr erkennen, dass sich wohl am Pfadrand, kurz bevor sich die Palisade nach oben hebt, einige Holzbalken aufgestellt sind, wie Boronräder, und daran hängen Menschen. Einige sind angefressen, andere sind ziemlich vermodert und hängen dort wohl schon etwas länger, aber das ist das Zeichen von, eindeutig, Paktieren. Die Menschen an Boronsräder aufhängen und dann hier so verwesen lassen, das würde kein normaler Mann tun. An der Brücke befinden sich zwei Kamortgardisten, die dort relativ wachsam und dennoch gelangweilt stehen und von hier aus in Richtung des Waldrandes blicken. Und auch die Kamortgardisten, die jeweils hier und hier stehen, blicken dann zu euch, wenn ihr ihnen entgegenkommt. Die Schmiede ist das einzige Gebäude mit einem etwas höheren, steingefertigten Dach. Alle anderen Häuser besitzen dann einfache Farnhäuser oder so etwas. Also da hat man nicht so sehr auf den Brandschutz geachtet. Ihr könnt einiges Lärmen hören, aber es ist dann doch verhältnismäßig ruhig. Also auch hier drin, in diesem Talkessel, wo sich die Stimmen dann sehr gut übertragen, könnt ihr wenig hören. Gut. Dann rumpelt der Wagen weiter. Wohin willst du ihn haben? Zeig mal mit der Leertaste. So in etwa hier, würde ich sagen, oder? Gut. Dann kannst du alle hinterherziehen. Und wie auf einen unsichtbaren Befehl hin, ein wirkliches Zeichen habt ihr nicht gegeben, stürmen dann die gerüsteten Krieger in ihrer Rüstung auf euch zu und sie sind erschreckend. Wenn ihr sie dort erkennt, in ihren Rüstungen gefertigt, Hartholzharnische, die Helme tief ins Gesicht gezogen, laufen sie auf euch zu und der Kampf beginnt.
Es sind ziemlich viele. Und ihr habt alle Mühe, euch zur Wehr zu setzen. Die Hiebe, die sie setzen, sind unglaublich grazil gesetzt und einige von euch werden dann auch teilweise verletzt. Sie drehen im letzten Moment auch noch ihre Klinge, sodass ihr dann nur noch mit der Außenseite getroffen werdet, sodass ihr eben nicht ein Scheibchen geschnitten werdet. Aber es klonk das ein oder andere Mal und ihr verliert ein paar Ausdauerpunkte, aber wir müssen jetzt hier aufgrund der Rüstung keine Lebenspunkte abziehen. Aber das ist auf alle Fälle ein sehr, sehr blutiger Kampf, der jetzt entsteht. Eher auf Seiten der Samurojins, nicht so sehr auf eurer Seite, aber ja, ihr verfallt weiter in das Schwitzen. Kasim bleibt weiterhin verborgen und ihr könnt sehen, wie erst einmal nichts passiert. Niemand kommt euch helfen. Ihr könnt natürlich sehen, wie die Gardisten, wenn ihr mit einem freien Auge auf euch, wenn sie auf euch gucken, wie sie dann auch Befehle ins Innere weitergeben, aber sie bleiben an Ort und Stelle und niemand stirbt, ja, kopflos nach draußen. Einiges an Panik, was nach oben wallt. Die Samurai-Jin auf uns runterstürmen, ruft der Vater aus laut: Brüder, wir werden angegriffen! Und dann ein infernalischer Schrei. Nicht von dieser Welt. Chaotisch. Ja, Lan steht zwischen den Samurojins und dem Wagen, pariert gerade einen Schlag mit seinem Nachtwind. Doch halbwegs gut, er ist ja mit der Waffenart vertraut. Brüllt erstmal nach hinten. Zusammenbleiben! Treibt mir jemand den Wagen an! Los! Mache ich! Ich versuche den Esel weiter nach vorne zu treiben. Und würde ihn dazu einmal in den Po pieksen. Okay. Brauche ich keine Probe von dir? Wascher, eine Kletternprobe bitte von dir, denn du hast dich schon vor einiger Zeit abgesetzt, bist nach oben geklettert. Hoffen wir zumindest. Und hast damit Einblick in das Lager. Kann ich mit dem Meisterhandwerk auch noch nachätschen? Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon mal, sorry. Wenn du Klettern hast, ja, geht. Du kannst es vorher einmal aktivieren und bezahlst dann 2:1 und nachher bezahlst du 1:1 an ASP. Okay, weil ich habe ja nur noch so wenig ASP jetzt gerade, deswegen. Dann mache ich erstmal ohne Meisterhandwerk. Okay. Gut, dann bist du ohne Probleme die Steinwelle nach oben geklettert und kannst hier das Lager besehen. Ja, in der Mitte liegt relativ grausam zugerichtet ein großer Haufen an Knochen, Menschenknochen, das ist ja auch klar. Im Inneren stehen einige Soldaten, die in ebenso finsterer Rüstung sich hier um einen Brunnen herumgesammelt haben und gerade dabei sind, einem Affenkampf zu lauschen, beziehungsweise man hat den Affen Dolche in die Hand gegeben und man steht so im Kreis herum, sodass die gerade gegeneinander kämpfen. Du siehst einen widerlich großen Wurm, ein geflügeltes Monster und etwas weiter im Norden ein zweites Wesen, was dir dann doch ein Angstschauder über deine Wirbelsäule laufen lässt. Ein Karakil, wie sie wohl genannt werden, eine geflügelte Schlange. Die wurden damals schon im Krieg von Borborat eingesetzt und haben riesige Brandfässer abgeworfen. Du kannst wenig Sklaven erkennen, allerdings kann die leisen Geräusche, die du hörst aus den Baracken hier und hier, können wohl darauf schließen, dass auch hier weitere Leute gefangen sind. Direkt im Dorf Mitte kannst du weitere Boronsräder erkennen, die hier aufgespannt sind und die eben auch dafür sorgen, dass die Sklaven motiviert werden, ihre Arbeit zu tun, denn das sind noch keine verwesten oder verfaulten Menschen, sondern die sind noch ziemlich frisch. Du kannst auch erkennen, dass sie wohl seltsame Wunden haben, offene Stellen, ihre Haare sind auch ausgefallen. Das muss auf alle Fälle eine merkwürdige Krankheit sein, die hier grassiert. Im Norden, neben einem dieser geflügelten Würmer, kannst du einen unglaublich riesigen Mann erkennen und eine relativ grazile Elfe, die dort steht und sich mit ihm unterhält, wie selbstverständlich zwei wallende Kutten, die neben ihr stehen und so als Leibwächter fungieren. Dann siehst du, wie im Süden der Jack angegriffen wird. Das vereinbarte Zeichen kommt
Und du kannst die lauten Stimmen von Ephadaios und von Jalan hören. Die Leute reagieren wenig. Zeichen werden nur weitergegeben, nicht unbedingt von der Brücke, sondern eher von diesen beiden Wachtürmen, die ins Innere gegeben werden. Die Affenkämpfe werden hier aufgelöst. Und einige Leute, die etwas anders aussehen als die Kamordgardisten, eilen in Richtung des riesigen Schlangenkörpers, dieses Dämons. Und der riesige Mann wird sich ebenso auf diesen Rücken schwingen und dann geht es los. Er erhebt sich, die geflügelte Schlange fliegt nach oben und dann können die anderen es ebenso sehen. Der riesige Körper von Dorksteins Karakil erhebt sich in die Luft. Eine Plattform aus Holz, die wohl am Bauch angebracht ist, auf der jetzt zwei weitere ziemlich widerwärtig aussehende Kämpfer stehen und die jetzt sich in eure Richtung aufmachen. Alle anderen bleiben an Ort und Stelle. Als Rodrigo das sieht, beziehungsweise Obergefreiter Aurelio, ruft er: Ha! Jetzt seid ihr dran, ihr Samu! Jetzt seid ihr dran, ihr hässlichen Maraskaner, ihr Rebellenpack! Schreit er laut in der Hoffnung, dass die Leute langsam auch darauf aufmerksam werden, dass der letzte von denen, währenddessen er weiter gegen die Samurajins kämpft. Ja, weiter, weiter! Wir haben sie fast, wir haben sie fast! Ja, dann lass sie bluten, aber hör auf zum Maulen! Ja, euer Track rumpelt weiter und die Samurajins verfolgen euch ebenso, bleiben an eurer Seite und ihr fangt wirklich an zu schwitzen. Euch läuft jetzt mittlerweile auch die ersten Striemen von Blut an der Wange herunter, vielleicht auch über den Bauch gestriffen. Irgendwo seid ihr zumindest ziemlich mitgenommen. Und dann könnt ihr auch sehen, wie die ersten Fallen zuschnappen und einige Samurajins hier und hier entweder verschwinden und sich ein Loch im Boden auftut. Nach einem kurzen Fall könnt ihr sie auch einmal aufstöhnen hören. Riesige Speerspitzen, die dort in den Boden eingegraben worden sind und auf die sie jetzt aufgespießt worden sind, oder Bärenfallen, die dann zugeschnappt sind. Ihr habt Glück, beziehungsweise die Samurajins haben teilweise Glück, dass sie nicht noch weiter vorne angelaufen sind, sondern so weit hinten. Aber auf alle Fälle gibt es hier weitere Fallen, die nicht aufgeklärt worden sind. Dann ist der Karakil direkt über euch und die riesigen Gestalten, zwei von ihnen, diejenigen, die auf der Holzplattform stehen, springen hinunter. Und zwar jeweils einer zur einen Seite. Dorkstein bleibt oben mit seinem Karakil sitzen. Dann verschwindet er, es gibt nur noch ein graues Wabern an der Stelle, wo er eben stand, und plötzlich wird ein weiterer Samurajin, sogar zwei auf einmal, weggerissen. Ihr seid euch nicht ganz sicher, was passiert ist. Ein weiteres graues Wabern an der Stelle, wo zwei von ihnen eben standen, und dann taucht wieder die riesige Schlange direkt neben euch auf. Eine Mutprobe bitte, denn dieses Ding hat Schreckgestalt. Den Magiern ist klar, also Kasim, der jetzt nicht da ist, oder aber auch Brindigian bzw. Alrik, das Ding ist phasenverschoben bzw. greift aus dem Limbus an, verschwindet dort wieder und kann von quasi überall angreifen. Und während das Ding, die Schlange, der Karakil, sich wieder aus dem Limbus nach oben mit zwei weiteren Samurajins an der Seite erhebt, wüten die Paktierer in direkt neben euch und schlagen mit ihren Klingen dieser Samurajins in Stücke. Diese ziehen sich dann zurück. Das vereinbarte Zeichen. Ah, noch nicht genug gehabt. Komm zurück! Ich spucke nochmal auf den Boden. Portiere kurz meine Leute und schnauze dann Unteroffizier Jarakin an. Ah, sieh zu, dass der Wagen in Gang kommt. Mach ich. Dann werde ich vorne an den Esel laufen, um ihn an seinem Geschnür zu fassen und dann halt direkt nach vorne zu ziehen. Aber diesmal in Schrittgeschwindigkeit, weil jetzt fliehen ja diese Mugaijin. Ich habe jetzt einfach mal drei von den Einheiten, habe ich jetzt mal exemplarisch auf Tod gestellt. Die anderen laufen dann in den Wald. Es ist natürlich jetzt ein unglaubliches Massaker, was hier angerichtet wird, und ihr seht, dass ein direkter Sturm auf die Mine überhaupt keine Chancen lässt. Das sind jetzt nur drei Leute und im Inneren sitzen weitere Kamordgardisten, die auch ihre Kürzbogen gespannt haben und euch anschauen, wie ihr dann weiter entlang rumpelt. Ephadaios treibt weiter das Muli an, sodass es dann auch weiter rumpelt. Und
ja, nach einiger Zeit verfallen Belhar Ahlenschmiede und Nefasin in einen kleinen Laufschritt. Sie bluten unglaublich, haben weitere Samurajins teilweise verfolgt oder in weitere Fallen getrieben, aber lassen dann auch nach ihnen ab und kommen dann kurz nach euch. Könnt weiter gerade mal die Token zum Tor ziehen. Verfallen diese in einen Laufschritt und verfolgen euch weiter. Oder was heißt verfolgen? Also sie folgen euch. Sie verfolgen ja, euch nicht. Wir geben uns beste Mühe, nicht verfolgt auszusehen. Ja, wohl klar. So, Moment. Derweil Dorksteins Karakiel bleibt mit ihm sitzend in der Luft und ja, wird sich ab und zu wieder, wenn er dort oben lauert, aussieht wie ein Adler, der in der Luft schwebt. Wird er sich wieder verflüchtigen, ein Blick in eure über eure Schulter verrät, er ist wieder im Limbus verschwunden und weitere Schreien der Samurajins aus dem Dschungel. Dann wieder aus dem Blätterdach nach oben mit weiteren, die dann entweder gefressen werden oder die auf dem riesigen Schwert von Perdido Dorkstein aufgespießt sind. Er lacht dabei. Die Kamotgardisten am Eingang werden euch dann, wenn ihr über die Brücke rumpelt, Platz machen und den ja, Wagen durchlassen, sodass ihr dann irgendwo hier in der Mitte stehen bleiben könnt. Das müsst ihr euch jetzt mit den Token einmal klar machen, dann kann ich das Objekt mit der ziehen. Ja, und ihr seid quasi im Inneren der Mine. Mit großen Verlusten, zwar nur auf der Seite der Samurajins, aber ihr seid drin. Ich hasse die Rebellen. Scheiße. Spuck dann auf den Boden. Das wird in der Leere sein. Die haben erst mal kräftig geblutet. Das macht den Tag doch gleich viel besser. Hätte man sich ja denken können, dass die aus dem Hinterhalt angreifen. Ja, das ist nicht das erste Mal auf der Reise, nicht wahr? Mhm. Aber das letzte Mal. Ich weiß nicht. Die sind wie Ratten, die kommen immer wieder. Dein Lager müssen wir mal ausheben. Ja. Brüder, hallo. Ei. Die beiden an der Brücke verschließen sofort wieder den Weg und passen auf, dass niemand über die Brücke rennt oder auf sie zu. Einer von dem Wachturm lehnt sich dann hier einmal nach unten über die Brüstung, über die Balustrade. Zieht weiter, zieht den Wagen weiter. In die Mitte. Los, treibt das Ding an. Will hier nicht vergammeln. Ja, und dann steht ihr auch auf der Mitte dieses kleinen, ja, dieses kleinen Minentals. Eine weitere Schlange, die hier angebunden steht, zwei weitere Affen, die ihr erkennen könnt, die ebenso angebunden sind. Die Kamortgardisten haben sich in der Zeit alle in Richtung des Walds verzogen, aber wenn ihr jetzt die Situation aufgeklärt habt und ihr über die, ja, hinübergerumpelt seid, dann werden sie auch wieder langsam hier aus Richtung Süden nach oben kommen. Und euch betrachten. Dann kommt einer auf euch zu, der ebenso anders aussieht und nicht ganz an einen Kamortgardisten erinnert. Er schaut sich suchend um und entdeckt dann Jalan als Feldwaibel. Du. Ich trete vor. Woher kommt ihr? Tutsack. Nachschub. Tutsack. Waffen und hier Alkohol. Ausgezeichnet. Er gibt dir seinen Plattenpanzerhandschuh. Ich bin Lolgrim. Ja, dann. Alles klar, ihr könnt abladen. Sucht euch am besten ein paar Sklaven. Und die werdet ihr da drin finden. Wir haben hier Sklavenbaracken. Er deutet einmal auf die beiden Gebäude hier und hier. Da drüben ist unser Stall und Scheune. Da könnt ihr das Muli versorgen. Wenn ihr Essen dabei habt, schaut da mal so ein bisschen über den Wagen hinüber, den ihr so habt. Schüttel mit dem Kopf. Habt ihr Hunger? Da drüben ist die Küche. Und hier ist unsere Kaserne. Großartig. Ja, dann wendet sich dann zu Rodrigo und Zephanarias um. Und ruft jeden davon an. Du! Geh mir das Modi weg, sagt dazu Alrik. Sorry, zu Hierakin. Oh, hey, yo!
Hol ein paar Sklaven herbei, die sollen uns beim Abladen helfen. Jawohl. Ich wende mich dann. Ist Glimmerdeck noch da oder ist er schon wieder weggegangen? Nee, der schaut sich jetzt so ein bisschen um beim Abladen. Guckt da so zu, als ob das sein Laden ist, verschränkt dann die Arme auch vor der Brust und er betrachtet euch. Ist es hier oben genauso beschissen, wie es auf der Reise war? Wir haben uns dran gewöhnt, aber für euch ist das sicherlich nichts. Die da draußen haben sich die ganze Reise über nicht in Ruhe gelassen. Ja, das kann schon sein. Die Maden nerven. Also wir rotten sie nach und nach aus. Also wenn Zuzak weg sind, hat man uns gesagt, vielleicht ein oder zwei Mal, aber nicht jede Woche. Wie lange wart ihr denn unterwegs? Welchen haben wir heute? Wann sind wir los? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich habe da unten komplett die Zeit verloren. Ich meine, man zählt ja mit, aber irgendwann vergisst man auch das. Ende Asphalot? Ende Amazaroth. Weiß ich nicht. Ich meine, wie hieß er noch gleich? Ach, wir hatten diesen einen, der war ganz frisch. Den haben wir einen Zuzug aufgesammelt. Also den haben sie uns zugesteckt, den kannte ich gar nicht. Der hat jeden Tag mitgezählt, hat sich Striche auf sein Schild gemacht. Ah, der hatte so ein Schild dabei. Lass mich raten, unterwegs verloren. Den ganzen Typen. Ist irgendwo in ein Loch getreten und nie wieder rausgekommen. Wir haben es nicht mal gefunden. Hat noch geschrien und dann war er weg. Idiot. Ja. Passiert halt. Wer zu doof ist, der geht drauf. Alles klar, wird das wohl schneller mit dem Abladen. Wir sind nicht den ganzen Tag hier. Los, Sklavenpack! Du, mitkommen! Scheiße hier! Nee, du ja. Nicht! Ja. Du siehst schon aus, als wenn du nicht mal zur Kiste heben könntest, du Affe! Aurelio, wenn du die Tür zu der Sklavenbaracke aufmachst, ich muss mal gerade hier Strohdach entfernen, kannst du sehen, wie das so ein ziemlich verrammelter Verschlag ist. Es stinkt erbärmlich nach Fäkalien und das ist auch viel zu voll. Die Leute liegen hier nebeneinander. Ja, also sie haben auch keine Strohbetten oder so etwas, sondern sie liegen einfach auf dem Boden in ihren eigenen Ausdünstungen und du kannst in der Ecke auch einen kleinen... Das ist ein kleiner Dämon erkennen, was auch immer das ist, was hier sitzt und aufpasst. Und wenn du da dir die verängstigten Leuchte anguckst, kannst du dir so den einen oder anderen etwas stärker aussehenden Sklaven packen, rausziehen und er wird auch ohne Widerspruch dann dir folgen, sodass du dann, ja, die ersten Leute zum Abladen hast.